Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Horizon Zero Dawn. Ja, sie steht schon da, als ob sie sagen würde, wir müssen jetzt endlich los, also halt keine langen Reden, das werden wir auch nicht machen. Wir sollten mit dem Resch sprechen. Der wird uns auch da oben angezeigt. Ach, da kommen wir hoch. Denke ich, ja. Hi. Ich muss durch das Tor. Und seit wann interessiert es mich, was ausgerechnet du musst? Seit ich eine Sucherin wurde, Arschloch. Seit ich eine Sucherin wurde. Öffne das Tor. Du, Sucherin? Sind Tirsa und Jessa jetzt verrückt? Schlimm genug, dass du bei der Erprobung warst. Wenn du verletzt bist, bringen sie dich in den Heiligen Berg, um dich zu heilen? Kein Wunder, dass wir verflucht wurden und unsere Kinder zu Grabe tragen müssen. Ja, er ist ein Niemand. Wie kannst du so herzlos sein? Ich kämpfte mit diesen Kindern, Schulter an Schulter, Rücken an Rücken. Ich sah sie sterben. Und jeder von ihnen als wahrer Nora hätte dir einen Pfeil reinjagen sollen. Resch, komm jetzt. Ruhe! Ich bin dein Kriegsherr. Und ich eine Sucherin, geweiht von den Erzmüttern. Also öffne das Tor und ich werde verschwinden. Je schneller du hier verschwindest, desto besser. Was war das? Ich schätze etwas Großes. Ich hasse es, recht zu haben. Der Dämon! Gebt Alarm! Der Göttin, was macht er mit ihnen? Er kontrolliert sie. Macht euch bereit! Was hast du hergelockt, du mutterloser Fluch? Tötet sie, Krieger! Tötet sie alle! Krieger, macht euch bereit! Moment, Moment! Ich weiß gerade gar nicht mehr. Oh, nein. Urmutter, gib uns Kraft! Es ist soweit. Ich muss auf Position. Ja, aber auf welche Position? Da kommt Moment. Er. Oh, fuck. Angriff! Passt auf die Läufer auf! Ich glaube, die Position war draußen, oder? Wäre nur ganz gut, wenn ich erstmal eine Position finden würde, Leute. Warum geht der nur auf mich? Ich kann den noch nicht mal anvisieren hier. Junge, ich würde dich gerne mal scannen. Oh, das hat mich eben getroffen, okay. Ich würde ja auch gerne mal neue Pfeile machen, aber ich darf mich ja hier nicht mal 2 Sekunden irgendwo hinstellen. Aber Leute, wollt ihr mich verarschen?
glaube, so geht's irgendwie einfacher. Ey, ich hab dich doch gerade platt gemacht. Erledigt! Kanja, wie machst du das? Zeig's mir. Sie haben dir gehorcht. Wie? Das. Damit machst du das. Es verbindet sich mit dem Fokus. Kann ich das verwenden? Probieren wir es aus. Ein paar Drahtschlingen. Das sollte halten. Ich muss es nur noch testen. Aloy, und wie hast du das gemacht? Du tötest den Dämon und weidest ihn komplett aus. Die Kontrolle über die Maschinen. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich will es an einer Maschine testen. Es sind viele Läufer auf dem Weg zu den Toren des Beckens, glaube ich. Ganz genau. Und zu den Toren wollte ich ja ohnehin. Ich muss mit Val sprechen. Ich wusste, dass du anders bist, Aloy, aber... Aber was? Ich glaube, du bist ein Segen der Urmutter. Egal, was Rash sagt. Danke, Tab. Aber ich muss jetzt los. Das musst du. Ich denke an dich. Na, bahnt sich da jetzt vielleicht irgendwie so eine kleine Liebesgeschichte an? Und wenn ihr es zusammenflicken müsst, macht hin! So, ich will natürlich auch das Zeug von den anderen haben. Ich habe ja hier bis zum Verrecken gekämpft, auch wenn ich es irgendwie nicht hingekriegt habe. Ah, jetzt kann ich den Kram nicht nehmen, na toll. Eine Sucherin vor den Toren. Wir haben einen Teil der Hauptquest erledigt. Sehr schön. Stufe 8 haben wir nebenbei auch noch erreicht, auch wenn wir ein bisschen... dumm da gestanden haben, weil ich gerade nicht mehr so richtig wusste, was ich machen sollte. Ich kam auch irgendwie bei der Panik gar nicht mehr so richtig mit, wie ich jetzt eigentlich hier drauf drücke. Also links oben war das, genau. Da kann ich die Pfeile herstellen. Das waren... Achso, die hat sich geheilt, ich wollte gerade sagen. Ja gut, okay, da haben wir auf jeden Fall alles voll. Das ist schon mal wunderbar. Da hinten ist noch eine Maschine, die könnte noch was haben. Das Ding zuckt noch. Ja, ernst? Wieso zuckt die noch? So. Teste das Überbrückungsgerät an einer Maschine. Sind wir aber in der richtigen Richtung? Da hinten. Wo sind wir denn hier? Moment, das ist doch... Doch, das ist doch unsere normale Karte. Ach, da unten sind wir. Okay. Ich Na gut. Ich muss eine Maschine finden und dieses Gerät ausprobieren. Ja, aber wir werden mal kurz schnell speichern, weil, das haben wir nämlich nach der letzten Folge noch nicht gemacht und... Was hast du denn für ein Zeichen oben drauf? Guten Tag. Ach, ein Händlerzeichen. Okay, da gucken wir noch mal schnell nach. Die haben wir jetzt alle schon. Und die eine konnten wir... Achso, die eine konnten wir, glaube ich, nicht kaufen. Jetzt können wir die kaufen. Das ist die Stille. Ja, ich weiß nicht, ob wir sie gebrauchen... Aber ich denke mal, dass wir vielleicht irgendwann mal... Outfitbeutel ist voll. Wollt ihr mich verarschen? Kann ich nur 3 Outfits mitnehmen? Ja, toll. Ich wollte gerade noch sagen, es kann sein, dass wir die irgendwann mal gebrauchen. Aber anscheinend, ja, dürfen wir sie nicht haben. Okay, Munition, Fesselpaket, Schockpfeil. Schockpfeil ist vielleicht gar nicht schlecht, ich weiß es nicht genau. 25 Schockschaden. Die machen 25 zum Durchbruch. Also irgendwie sind die Jägerpfeile, finde ich, immer noch am besten bisher. Feuerpfeil macht 25 und 15. Eisbomben-Munitionspaket ist aber gar nicht mal so schlecht. Aber das spare ich mir trotzdem erstmal auf. Ich denke mal, dass wir irgendwann mal was bekommen, wo wir dann gesagt bekommen, so, wir brauchen jetzt das und das. Können wir dich noch mitnehmen hier? Wir haben ja gerade noch was frisch hergestellt und rechts war auch noch ganz viel.
Also hier ist natürlich sehr, sehr viel in der offenen Welt, aber ich will nicht alles aufnehmen. Ich habe nur gedacht, dass es jetzt wichtig wäre, wenn wir hier anfangen. Wo muss ich denn hin? Jetzt muss ich aber doch ein ganzes Stück noch dahin, stimmt. Also ich würde sagen, dass ich euch dann gleich wieder hinzuschalte, wenn ich dort oben angekommen bin. So, irgendwo hier im Gebiet. Ah, da hinten sehe ich schon was. Das Problem ist nur, ich weiß gar nicht, wie man das Ding überhaupt benutzt. Muss ich da irgendwie näher rangehen? Ich hole mir noch Frostbeulen. Okay, also sie sagt, ups, sie sagt auch nichts, wenn ich den markiere. Läufer, an ihnen kann ich das Überbrückungsgerät testen. Ach, ich brauche tatsächlich einen Läufer. Was ich durchgemacht habe, soll mich keine panische Herde überrennen. Läufer. Mach mal hier den... Da hinten scheint ein Läufer zu sein. Schön leise. Okay, dann mal los. Komm jetzt, mach schon. Es hat geklappt. Er ist nicht feindselig. Er wirkt fast zahm. Hallo, Kleiner. Ich glaube, ich könnte ihn reiten. Das wäre doch mal cool. Ist da keine Herde gerade? Warte mal. Wir besteigen dich gleich mal. Aber die habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Also, braver Junge. Das ist schon besser. Okay, wo ist bei mir A? Unten, okay. Steige mit Y an. Ja. Da erhöht sich die Geschwindigkeit. Lau! Dieser Läufer ist schnell. Die Bestie läuft. Ja, ja. Und jetzt machen wir mal ein bisschen langsamer. Cool. Irgendwas stand da gerade noch mit RB. Ich sollte noch andere Maschinenarten überbrücken. Man kann vermutlich nicht alle reiten, aber vielleicht finde ich eine Verwendung für sie. Ja, finden wir bestimmt. Moment, wir reiten jetzt, glaube ich, komplett in die falsche Richtung, oder? Wo sollen wir denn überhaupt hin? Dem Weg folgen bis zum Beckenhaupttor. Ah, okay. Ich dachte, wir sind am Beckenhaupttor gewesen. Ach so, ja, ich muss ja damit. Ich habe gerade die Taste gedrückt, womit ich mit ihr schneller werde. Die Frage ist, naja, ins Wasser können die Maschinen wahrscheinlich nicht, ne? Gehe ich mal stark von aus. Damit ich noch schneller machen. Das ist, glaube ich, jetzt Maximum. Rede mit Varl. Schlimm wird es nur, wenn das Gerät mal irgendwann kaputt ist. Und das wäre nicht so toll. Hi, guck mal. Kann ich so mit dir reden? Ich kann so nicht mit dir reden. Moment, da muss ich erstmal absteigen. Das ist aber auch ein Teil, ne? Moment, um deine Reitmaschine zu rufen, wähle im Werkzeugmenü. Drücken von links oder rechts und setze den Ruf dann... Was? Also von links, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Das schreibe ich mir am besten auch mal eben auf, sonst vergesse ich das eh wieder. Reittier, okay. Also, es stand jetzt ein bisschen kompliziert da, aber so wie ich es verstanden habe, muss man erstmal links drücken, damit das Tier dann kommt. Bist du jetzt so laut? Das hört sich in meinen Kopfhörern an, als ob es von der anderen Seite ist. Muss ich überhaupt mit dir reden jetzt? Nee. Ach, auf der anderen Seite. Ach so. Ja, dann gehen wir doch direkt weiter. Was hat der denn da für ein Zeichen drauf? Irgendwelche wild gewordene Krieger. Okay, die sehen ein bisschen seltsam aus jetzt. Komme ich denn da so durch? Direkt vor den Toren? Die Tore scheinen zerstört zu sein. Vorsichtig! Holt es näher ran! Näher! Hi. Wahl, nicht wahr? Habe ich geträumt? Oder bist du auf diesem Läufer durch das Tor geritten? bin ich. Ist schwer zu erklären. Dachte ich mir. Es sind seltsame Zeiten für uns Überlebende. Ich kenne dich, natürlich. Aloy, die Gewinnerin der Erprobung. Schön zu sehen, dass du überlebt hast.
Erzmutter Tirsa sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Hauptstadt des Kaja-Sonnenreichs? Du suchst Zuflucht? Nein, ein Verräter namens Olin. Die Mütter machten mich zur Sucherin, damit ich ihn finde. Du solltest nach Norden gehen, nach Mutterkrone. Falls du schaffst, sprich mit Maria, sie zeigt dir den Weg. Falls ich schaffe? Der Weg ist gefährlich. Seit dem Massaker am Kriegstrupp sind unsere Lande unbewacht, die Grenzen ungeschützt. Wir haben keinen Kriegsherrn, der uns führt. Macht das nicht Rash? Nur weil Sona verschwunden ist. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor mit meinem Leben zu beschützen. Und das tue ich. Womit fangen wir denn an? Die Gewinnerin der Erprobung. Woher weißt du das? Ich sprach mit Überlebenden. Du hast für sie gekämpft. Wie auch Bast. Und meine Schwester. Seine Schwester war Vala? Es tut mir leid. Ich mochte sie. Ich dachte sogar, wir werden Freunde. Es sollte nicht sein. Danke. Sie starb für andere. Kein Tod ist besser. Ja. Du sagtest, auf dem Weg lauern Gefahren. Was für Gefahren? Zu viele, um sie zu nennen. Die Mörder sind noch da draußen und irgendwie haben sie die Maschinen beeinflusst, Chaos zu verbreiten. Ja, ich hab's selbst gesehen. Und Banditen. Sie schleichen sich über die Grenze und überfallen uns. Es heißt, sie haben ein Lager in den Ruinen am Fluss. Ich sollte wohl noch mehr Pfeile machen. Es gab ein Massaker am Kriegstrupp. Wie? Als wir vom Angriff auf die Erprobung hörten, stellte Kriegsherrin Sona einen Kriegstrupp zusammen. Aber der Wunsch nach Vergeltung ließ manche Krieger kopflos losstürmen. Direkt in einen Hinterhalt. Ein Haufen verrückter Maschinen, voller Verderbnis, überfielen die Krieger und töteten sie. Die Kriegsherrin schlug sich schließlich zurück und zerstörte die Maschinen. Doch da waren die Mörder schon weg. Und unsere Verluste extrem. Kriegsherrin Sona wird vermisst? Selbst als der Kriegstrupp ermordet wurde, hat sie nicht aufgegeben. Sie hat nach Freiwilligen gesucht und die Mörder verfolgt. Hast du dich nicht gemeldet? Doch, natürlich. Aber Sona wies mich zurück. Sie befahl mir, nach den Verwundeten im Becken zu sehen. Und dieses Tor, das Becken, mit meinem Leben zu beschützen. Das war vor Tagen und seitdem habe ich nichts von ihr gehört. Es weiß also niemand, ob sie noch am Leben ist. Wenn jemand da draußen überleben kann, dann sie. Ihr Können ist legendär. Eine unbeugsame Kraft, an der wir uns messen müssen. Sie scheint die Latte hochzuhängen. Verlass dich drauf. Sie ist meine Mutter. Das ist natürlich eine gute Aussage. Ich sollte jetzt gehen. Aloy, bevor du nach Mutterkrone und darüber hinausreist, könntest du vielleicht zuerst nach Sona suchen? Der Stamm braucht ihre Führung. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor um jeden Preis zu schützen. Wo war sie zuletzt? Am Ort des Kriegstruppmassakers. Eine waldige Niederung gegenüber von Teufelsdurst auf dieser Flussseite. Dort kannst du vermutlich ihre Spur aufnehmen. Sie suchte die Mörder, die Erprobung angegriffen hatten und jene töteten, die wir liebten und die dich töten wollten. Ich verstehe, Val. Ich tue, was ich kann. Ja, die Spur der Kriegsherrin haben wir hiermit abgeschlossen und haben eine Sucherin vor den Toren begonnen, glaube ich. Aber die hatten wir eben schon. Ich blicke nicht so ganz durch. Auf jeden Fall sollen wir einmal mit Maera reden. Aber das hat doch nichts damit zu tun, dass wir ihre Spur... Oh, jetzt weiß ich, warum wir ein Reittier bekommen haben. Olla. Okay, ich schau mal eben nach und drücke schon wieder die falsche Taste. Die Hauptquest. Also. Nee, wir haben doch eine Spur der Kriegsherrin, meine ich doch, gefunden. Weil ich nämlich gerne. Ach, das ist auch nur Stufe 7. Das ist schon mal sehr gut. Weil für die Hauptquest müssten wir eigentlich sogar noch ein bisschen
mehr aufsteigen in unsere Stufe. Dann würde ich nämlich sagen, dass wir die Spur der Kriegsherrin als nächstes verfolgen von der Quest her. Das schauen wir mal eben, wo genau das ist. Das ist aber auch ganz oben. Na toll. Begib dich zum Schlachtfeld. Ja, ist beides genau das gleiche, oder? Beziehungsweise, nee, ich glaube, das war noch viel weiter. Das war noch ein ganzes Stück oben. Aber das ist gut. Vielleicht müssen wir dann nicht extra nochmal zurücklaufen. Ich würde dann aber mal sagen, wenn ich so auf die Uhr gucke, dass wir hier erstmal die Folge beenden und dass wir uns dann auf den Spuren nach Sona, hieß sie, glaube ich, machen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.